Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Es soll heute mal wieder eine Rezension geben und zwar zu In dieser ganz besonderen Nacht von Nicolas C. Fossola. Das Ganze ist erschienen im CBJ Verlag. Wie viel es kostet, blende ich euch ein. Ich verlinke euch das Buch aber auch in der Infobox. In dieser Geschichte geht es um Amber und Emma muss nach dem Tod ihrer Mutter zu ihrem Vater nach San Francisco ziehen. Das schmeckt ihr eigentlich gar nicht so gut, denn ihr ganzes Leben hat sich eigentlich immer in Deutschland abgespielt und ihre Mutter war eigentlich so ihr Hauptbezugspunkt in ihrem Leben und nun soll sie ihre Freunde und ihre restliche Familie einfach hinter sich lassen, um zu ihrem Vater, den sie eigentlich überhaupt nicht gut kennt, nach San Francisco zu ziehen. Das kommt aber, wie es kommen muss und sie zieht natürlich dorthin und tut sich am Anfang ziemlich schwer, auch in der neuen Schule. Als sie dann aber in einem alten Haus einen Jungen sieht, der eigentlich irgendwie gar nicht da zu sein scheint, entwickelt sich eine Geschichte, von der Amber niemals hätte träumen, also niemals hätte träumen zu wagen. Ich glaube, der Satz war irgendwie falsch, aber egal. Auf jeden Fall ist das so das Grundkonstrukt von dieser Geschichte. Hier geht es, wie man glaube ich unschwer, steht das hier hinten drauf? Nein, hier doch, steht drauf, um eine Geistergeschichte. Ich fand das wahnsinnig spannend. Ich fand es so spannend, dass das Ganze in San Francisco spielt. San Francisco war ja meines Erachtens auch der Schauplatz von Charmed und das mochte ich einfach so unbeschreiblich gerne. Ich mochte einfach auch, wie in dieser Geschichte hier ganz speziell so das Ganze so ein bisschen beschrieben wurde. In meinen Augen hätte es noch gerne ein bisschen mehr angerissen werden dürfen, um diesen Charme so rauszubringen, weil da hinten auf dem Buchrücken so damit geworben wurde. Dem war nicht immer so, aber es war schon akzeptabel. Der Schreibstil war an sich ganz nett, konnte man gut und schnell lesen, jedoch hat die Geschichte in meinen Augen sehr, sehr lange gebraucht, um an Fahrt zu gewinnen. Also es gab ein sehr langes Vorgeplänkel und es hat ewig gedauert, bis mal wirklich Action in die Geschichte gekommen ist. Es war für mich so etwas, ja, sehr langatmig und wie Kaugummi gezogen. Ich glaube, ab der Hälfte des Buches kam da erstmal so ein bisschen Spannung in die Geschichte rein. Also wenn ihr diese Geschichte hier lest, müsst ihr euch definitiv darauf einstellen, dass ihr jetzt hier nicht das mordsmäßig große Abenteuer erwarten könnt. Also es ist jetzt keine Geschichte, wo man überhaupt nicht mehr weiß, was als nächstes passieren könnte, weil es einfach so viel krasse Scheiße passiert. Dem ist leider nicht so. Das hat mich so ein bisschen, ja, traurig gestimmt. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ich hätte mir ein bisschen mehr zum Thema Geist erwartet, als das, was halt kam. Irgendwie war die Liebesgeschichte für mich nicht so zu 100% nachvollziehbar. Auch das Ende fand ich etwas, naja, ich konnte es verstehen, das Ende. Ich fand das Ende auch irgendwo traurig, aber so wirklich Bezug zu den Figuren hatte ich über die Geschichte nicht entwickelt, wodurch es mir nicht ganz so zu Herzen ging und mich nicht wirklich so mitgerissen hat. Und alles in allem war dieses Buch für mich leider nur Durchschnitt, obwohl ich sehr viele Hoffnungen da reingesetzt hatte. Und ich wollte so gern Mary Poser von der Autorin lesen. Und jetzt bin ich mir so verdammt unsicher, ob die Autorin wirklich was für mich ist oder nicht. Das kann ich echt ganz, ganz schwer nur einschätzen. Ich muss mal schauen, also ich weiß noch nicht, ob da noch mal mein Griff zugehen wird. Naja, vielleicht irgendwann mal eine zweite Chance, weil Autoren entwickeln sich ja auch im Laufe ihrer Karriere und Mary Poser hört sich halt auch gut an, aber dieses hier hörte sich ja nun leider auch gut an und der Trailer, der Buchtrailer sah auch wahnsinnig toll aus und somit hatte mich das schon gefangen. Man weiß leider immer nicht, welcher Inhalt in so einem Buch steckt und wie man es finden wird. Also es gibt das ja immer wieder und das tut mir so wahnsinnig leid. Ich hätte dem Ganzen gerne mehr gegeben. Ich habe das ja auch mit Clary Morgenstern und mit Malle vom Buchfeder gelesen. Nicola von Black, White, Red. Also ja, Nicola auf jeden Fall hat das Ganze auch nach 50 Seiten abgebrochen. Also es war schon, ja, keine Granate im Dezember 2015. Aber naja, gibt Schlimmeres. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie euch das Buch gefallen hat, falls ihr es schon gelesen habt. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Ich habe schon einiges gelesen von Abonnenten, die gesagt haben, ja, bis zur Mitte war es echt so ein bisschen schlurf, schlurf und danach wurde es gut. Ich kann das verstehen, warum man die Entwicklung gut findet. Also da stehe ich hinter. Also wenn ihr das Buch lesen wollt und ihr euch geht es so, dann versucht auf jeden Fall über die Mitte hinauszukommen. Ich kann aber auch verstehen, wenn einem das Buch überhaupt nicht so wirklich zusagt, weil es einfach sehr träge ist. Ja,
Okay, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin schon wahnsinnig gespannt und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, meine Lieben!